Ja, was hat die GAP mit mir zu tun, mit uns allen? Eine ganze Menge. Es ist der größte Einzelposten im europäischen Haushalt. Also erstmal sind es fast 400 Milliarden Euro Steuermittel, die ausgegeben werden, die über die gesamte europäische Landwirtschaft verteilt werden. Das macht erstmal die Lebensmittel billiger für uns alle. Klingt vermeintlich gut, aber so viel habe ich davon nicht, weil die GAP wenig differenziert. Diese Steuermittel werden wie eine Gießkanne auf die Betriebe verrieselt. Und sie berücksichtigen nicht die Folgekosten, mit denen ich ja auch was zu tun habe. Wenn zum Beispiel sehr, sehr viele Tiere auf einer geringen Fläche gehalten werden, habe ich ein Nitratproblem im Grundwasser und die Grundwasseraufbereitung wird für mich teurer. Wenn viel Pestizide eingesetzt werden, habe ich auch wieder Probleme. Letztendlich werden also durch die vielen Milliarden Euro Steuermittel, die die Europäische Union ausgibt, nicht die Lebensmittel billiger, sondern einfach die Folgekosten für uns alle teurer.